Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einem neuen kleinen Reaction-Video zu neuem, richtig, richtig geilen Gameplay zu Horizon Forbidden West, was uns ja hier auf dem Kanal im Februar erwartet, Freunde. Wir werden zocken, wir werden richtig Spaß haben. Und Guerilla Games, die Entwickler, hauen die letzten Wochen immer wieder so kleine Gameplay-Clips auf Twitter raus. Und hier habe ich jetzt ein Video gefunden, was es so ein bisschen zusammenfasst. Es gibt auch schon kleine Einblicke in den Kampf mit diesem Schlangenmaschinenwesen. Es sieht so krass aus, das Spiel. Also ich hab den Eindruck, je mehr ich davon sehe und vor allem immer wieder neue Clips sehe, es sieht immer besser aus. Keine Ahnung. Unfassbar. Also, und ich hatte Bock, mit euch das gemeinsam reinzuziehen, mir reinzuziehen, weil ich noch nicht alles gesehen habe. Vielleicht habt ihr auch Bock drauf. Ich weiß, viele von euch freuen sich auf das Spiel. Wie gesagt, sind nur kleine Gameplay-Clips, da wird nichts gespoilert oder sowas. Ich habe auch die Musik ausgeschaltet von dem Video, weil die Musik anscheinend schon wieder Copyright ist. Deswegen werde ich einfach meine eigene bekannte Musik drunter spielen. Es gibt nämlich auch keine Kampfgeräusche oder sowas. Also nicht, dass ihr da denkt. Ansonsten, Freunde, lasst gerne ein Like da für das Video und macht gerne beim neuen Gewinnspiel mit. Link in der Videobeschreibung. Let's go! Und wie gesagt, es ist jetzt nicht die allerbeste Auflösung durch die Videos. Aber es gibt geile Einblicke. Und vor allen Dingen, was mir sehr krass aufgefallen ist, ich spiele ja gerade nochmal den ersten Teil. Und da ist das Gameplay schon sehr geil. Es macht echt schon Spaß. Aber sie haben hier in dem zweiten Teil, sag ich mal, haben sie noch mehr Wert drauf gelegt. Alleine das meine ich. Noch mehr Wert drauf gelegt, das Ganze noch smoother zu machen. Wirklich von einem Move, von einem Gameplay-Move in den anderen. Da irgendwie die Laterne oder sowas hochzuklettern. Dann zu schießen mit dem Pfeil und Bogen. Dann diesen Gleitschirm zu aktivieren. Alles in einem, gefühlt einem Bewegungsablauf oder sowas. Und dann irgendwie, was macht die eigentlich immer mit der Waffe? Als wenn die da irgendwie was aktiviert, oder? Sieht schon geil aus. Wie ihr seht hier, es geht irgendwie alles noch ein bisschen smoother. Die ganzen Animationen sehen so bombastisch geil aus. Oder? Heftig. Auch jetzt hier so ein bisschen kleine Einblicke in andere Biome, sag ich mal. Auch hier schön drunter, durch. Rutschen, schießen, alles ein Bewegungsablauf gefühlt. Und ich glaube, das haben sie wirklich versucht, extrem zu verfeinern, dass du noch mehr geiler kämpfen kannst. Vor allem muss man sich mal die ganze Vegetation hier reinziehen, wie geil es aussieht. Obwohl es nicht die, also es ist klar, es ist ein 4K-Video hier angeblich, aber es sind Twitter-Videos. So krass ist die Auflösung jetzt nicht. Wie gesagt, die haben es halt auf Twitter hochgeladen, die Videos. Und dementsprechend ist es natürlich nicht die allerbeste Auflösung. Wie dumm, du bist so dumm. Komm mal wieder rein. Was soll das hier eigentlich sein? Soll es ein Raptor sein? Was denkt ihr, was es sein soll? Guck mal, wie heftig, Alter. Guck mal, hier. Du siehst trotz der Auflösung, siehst du hier die kleinen einzelnen Noppen auf der Haut oder sowas. Auch hier. Wie heftig, oder? Das wird natürlich auch ein absolutes Highlight, gegen den Mammut zu kämpfen. Alter, was ist das denn? Es ist die Schießkanone, oder was? Mit Käse? Käsebällchen auf die werfen, oder was? Sieht fast so aus, wa? Ah, cool, ey. Boah, das ist also unfassbar geil. Unfassbar geil. Vor allem die ganzen Animationen, die ganzen neuen Moves. Mega. Alleine, ich bin irgendwie alleine fasziniert, wie Aloys Haare sich bewegen, oder was? Also, wisst ihr? Also, irgendwie alleine das flasht mich schon. Das sieht irgendwie so geil aus. Weiß nicht. Das sieht ja, Alter, krass. Alter, Junge, was geht denn ab? Das muss ich mal nochmal reinziehen. Das ist ja, Alter, das ist ja schon Batman-Style so fast, wa? Da konntest du ja auch 1000 Moves ineinander ausführen. Okay, der Greifhaken ist natürlich auch dabei, geil. Dann dieser Gleitschirm, der natürlich sehr, natürlich an das Zelda erinnert. Das hat es auf jeden Fall nochmal ein bisschen populärer gemacht, auch wenn es das schon gab. Zum Beispiel Brotherhood, Assassin's Creed. Hat es auch schon Fallschirm. Aber das ist halt auch, ist einfach ein geiles Tool. Gerade in solchen Spielen ist es doch einfach ein geiles Tool, oder? Das ist geil, wenn du dann von irgendwo runterspringst, kannst du schön runtersegeln auf die Gegner drauf. Geil. Perfekt. Sieht also. Wie gesagt, über die Optik brauchen wir, glaube ich, nicht reden, oder? Also. Genau, das meine ich. Schön draufsegeln und platt machen. Boah, Alter. Ey, geil. Und ich bin so gespannt, wie sich das unter Wasser steuern wird. Ne? Ich bin so gespannt. Es sieht extremst geil aus. Und es soll ja auch, die Welt soll ja auch, also die Map-Größe soll ja gar nicht viel anders sein als im ersten Teil. Nur, dass die Map hier im zweiten Teil viel mehr vollgepackt ist mit geilen Sachen. Und das persönlich, Freunde, es freut mich. Ich muss nicht noch eine größere Welt haben.
Die Welt im ersten Teil ist schon groß genug. Wenn die dann aber noch vollgepackt wird, mit noch geileren Sachen, die man machen kann, mit noch mehr Maschinen, die du bekämpfen kannst, mit noch mehr geilen Missionen vor allen Dingen. Nice, bin ich am Start. Ja, bin ich auf jeden Fall am Start. Ich find's immer cooler, die Welt voll zu packen mit geilem Scheiß, als die noch größer zu machen, nur um sie größer zu machen. Ich guck zu euch, Ubisoft, ja. Deswegen, geil. So, Freunde, jetzt kommt nochmal das Highlight zum Abschluss. Wie gesagt, diese Schlange, diese Cobra-Schlangen-Maschinenwesen ist absolut mein Highlight bisher von den Maschinen, die man gesehen hat. Hier sieht man besonders nicht die perfekte Auflösung. Sliverfang heißt es anscheinend auch. Ja, also Sliverin lässt grüßen, ja, Harry Potter. Und ja, das müssen wir uns nochmal reinziehen hier. Es sieht so, habe ich schon gesagt, dass es krass aussieht. Vor allem, guck mal, also es ist nicht die beste Auflösung. Wie gesagt, das sind Twitter-Videos, die hier einfach in HD hochgeladen wurden. Was hat er da am Kehlkopf da? Siehst du den? Seht ihr das? Warte, achtet drauf, da. Was ich da drehe, es sieht... Ich habe tausendmal jetzt schon gesagt, dass es geil aussieht, aber was soll man sagen, Mann? Was soll man sagen? Das ist, wie gesagt, das Wesen, dieses Maschinenwesen, ist mein absolutes Highlight, was man bisher gesehen hat. Vor allem mit den Giftdüsen, die er da versprüht und so. Ja, wie gesagt... Sieht echt cool aus. Gut, Freunde, das war's. Das war's für das Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es sieht natürlich bombastisch gut aus. Haben wir jetzt schon tausendmal besprochen. Ich freue mich extrem drauf auf das Game. Es wird geil. Es wird spaßig. Und ja, das erwartet uns dann im Februar. Wie gesagt, mit Dying Light, mit Elden Ring. Es ist so ein heftiger Monat, Freunde. So ein heftiger Monat, den man schon lange nicht mehr hatte. Im Blockbuster-Bereich, sag ich mal. Und ja, es wird cool, Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da. Haut rein. Und tschüss.